Berlin, die deutsche Hauptstadt und die Stadt in Europa, die junge Leute magisch anzieht. Manche wollen hier Partys feiern. Andere kommen, um an einer der renommiertesten europäischen Business Schools Manager zu werden. Catiso Seisolezi möchte einmal helfen, Missstände in seiner Heimat Lesotho zu überwinden. Alberta Boateng aus Ghana will als Unternehmerin anderen Firmen Starthilfe geben. Matida Nlovu aus Simbabwe macht bald ihren Abschluss und hat viele Ideen, wie es nach der ESMT weitergeht. Die letzten zwei Jahre waren hart für Matida Nlovu. Das Studium schlaucht, wenig Freizeit und Erholung. Guten Morgen. Heute aber gönnt sie sich mal etwas Süßes. Ich hätte bitte einmal Teekonfekt gemischt. Das ist gemischt, oder? Auch wenn ihr Studium auf Englisch ist. Die 26-Jährige kann richtig gut Deutsch sprechen. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Matida kam bereits vor 6 Jahren von Simbabwe nach Deutschland. Vor wenigen Wochen war Matida mal wieder in Afrika zu Besuch. Im sogenannten Start-up-Bus ging es durch mehrere westafrikanische Staaten. Im Fokus die Probleme der Region. She's really cool as well. Ein Erlebnis, das sie gerne teilt. Du arbeitest in einem Team und entwickelst Startup-Ideen. Und zwar, indem du viele Probleme identifizierst und die dann eingrenzt, immer wieder eingrenzt, bis du das eine Problem gefunden hast, an dem du arbeiten möchtest. Matidas Startup-Idee, Unterrichtsmaterialien digitalisieren und auf einer Online-Plattform zur Verfügung stellen, damit Bildung viel einfacher zugänglich ist. Ich habe im Bus mit jemandem aus Liberia über diese Startup-Idee gesprochen. Der hat gesagt, während des Ebola-Ausbruchs hätten wir das so gut gebrauchen können, wenn die Unterrichtsmaterialien online gewesen wären und einfach zugänglich, ohne riesige Datenvolumen, dann hätte das den Kindern geholfen. Die konnten ja während des Ausbruchs von Ebola gar nicht in die Schule gehen. Auf der Bustour durch Afrika ist Matidas Idee auf großes Interesse gestoßen. Jetzt will sie das Projekt weiter vorantreiben mit einem Geschäftspartner in Nigeria. Die Studenten des ersten Studienjahres lernen gerade, wie man etwas verkauft. Marketingvorlesung. Catiso Seisolezi aus Lesotho ist eigentlich Mathematiker. An der European School of Management and Technology will er jetzt zusätzlich die Fähigkeiten eines Managers erwerben. Gar nicht so einfach. Ich bin Wissenschaftler und muss echt kämpfen. In der Mathematik gelten strenge Gesetze und universelle Regeln. Im Marketingbereich ist das anders. Das verunsichert Catiso. Mit Zahlen und Computern habe ich kein Problem. Aber zu wissen, welche Zahlen ich zur Analyse heranziehe, da fehlt mir der Background. Der Professor rät, viel mit anderen Studenten reden, das hilft. Alberta Boateng aus Ghana kennt sich in Berlin schon ganz gut aus. Das ist der Berliner Dom und dann das ist der Berlin Castle. Viel Zeit zum Sightseeing lässt das Studium an der ESMT aber nicht. Immerhin zweimal in der Woche geht es von einer Schulbank auf die nächste zum Sprachunterricht. Was hast du hier in der Lücke? Die Wurst ist auch sehr gut. Die Deutschen essen gern Würste. Catiso Seisolezi zieht sich zum Lernen gerne mal zurück. Die nächste Prüfung ist an der ESMT nie weit. Immer im Kopf Lesotho. Er macht sich Gedanken, was in seiner Heimat am allerwichtigsten wäre. Government officials not to be corrupt.
Regierungsbeamte, die nicht korrupt sind, und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen innerhalb des Landes. Jetzt kann ich nichts ändern. Ich werde vielleicht in die Politik gehen und schauen, ob ich dann etwas ändern kann. Vielleicht nicht als Premierminister, aber als Minister. Aber jetzt fange ich erst mal im Kleinen an, Leben zu verändern. Das kann ich versuchen. Ein Empfang der Kofi Annan Business Foundation. Natürlich sind alle Studenten eingeladen, denen die Stiftung ihr Studium an der ESMT in Berlin ermöglicht. Und das sind einige. Viele kommen aus afrikanischen Ländern, andere aus Kambodscha oder Moldawien. Katiso ist etwas zurückhaltend. Er mag keine Empfänge. Ich verstehe solche Feiern nicht. In der nächsten Folge erfahren Sie, ob Katiso trotzdem warm wird bei der Feierlichkeit der Kofi Annan Foundation. Und Matita Mlovu startet in die Schlussphase ihres ESMT-Studiums mit einem neuen Projekt. Außerdem, Alberta Boateng lässt sich von der Kunst mitreißen.